Moin und Weidmannsheil vom Team Winz, diesmal direkt live aus dem Weizenfeld. Warum? Ganz einfach, wir wollen vorstellen die Scherenholzleiter von der Firma Bassner und zwar in der Größe 1,90 Meter. 1,90 Meter heißt, wir haben hier die Gewehrauflage in der Höhe von 1,90 Meter. Ja, gefertigt ist die leicht zu transportierende Leiter aus nordischem Fichtenholz. Sie ist stabil genug, um wirklich nicht nur während der Erntejagd eingesetzt zu werden, sondern natürlich auch auf der Drückjagd, weil das Tolle ist, ich kann das Ding zusammenklappen und alleine dorthin transportieren und dorthin stellen, wo ich gerade den Brennpunkt vermute. Sei es in der Blattzeit, sei es hier im Schadensbereich, also dort, wo das Schwarzwild wirklich leider meinen Weizen gerade auffrisst. Oder aber zur Brunft. Also es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. In einem neuen Revier zum Beispiel, wenn ich nicht genau weiß, lohnt es sich an dieser Stelle tatsächlich einen Hochsitz zu errichten. Auch dort kann ich diese Leiter so lange einsetzen, bis ich mich entschlossen habe, okay, das ist der richtige Platz. Wir nutzen solche Leitern auch gerne, um während der Pirsch einfach mal einen Halt einzulegen und von der Leiter zu beobachten. Eigentlich ist sie natürlich dazu gedacht, um zu sitzen, so wie ich das gerade mache. Das heißt, ich habe eine Fußstütze, ich habe eine Sitzfläche und ich habe natürlich auch eine Rückenlehne, wenn es mal etwas länger dauert. Aber man kann, wir raten davon ab, aus Sicherheitsgründen natürlich, auch um einfach mal einen Blick ins Weizenfeld zu werfen, auch auf der Sitzfläche stehen. Natürlich verbietet sich das Ganze, weil dann würde dies vermutlich nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen, was diese Leiter ansonsten natürlich tut. Ja, die Leiter wird als Bausatz geliefert. Man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie ein IKEA-Regal. Man muss also keine besonderen Kenntnisse besitzen oder Handwerker mit Ausbildung sein, sondern es genügt völlig, wenn man ein bisschen Geschick mitbringt. Und man braucht einen Akkuschrauber dazu und einen Schraubenschlüssel. Das war es eigentlich schon. Die Schrauben sind alle dazu geliefert. Hier oben sind so Spannverschlüsse. Da brauche ich tatsächlich mal einen Zollstock, um genau das Maß zu finden, wie diese Spannverschlüsse montiert werden. Ansonsten ist die Leiter relativ fix im Revier zusammengebaut. Das kann man also wirklich vor Ort erledigen. Und um sie zu transportieren, klappe ich sie einfach nur zusammen und kann sie alleine von A nach B tragen. Die Schrauben sind aus Edelstahl, sodass ich mir hier auch keine Sorgen machen muss, dass die Schrauben irgendwann durchrosten. Sind dadurch natürlich auch ein bisschen weich und man muss beim Einschrauben schon aufpassen, dass man ja den richtigen Torx dafür besitzt, dass die Schrauben auch richtig angezogen werden können. Ja, das war's aus dem Weizenfeld von der Bassner Leiter. Wir wünschen viel Weidmannsheil vom Team Winz, freuen uns über einen Daumen hoch und natürlich am besten über ein Abo des Kanals. Und wir werden mal schauen, ob wir nicht heute Abend vielleicht von dieser Leiter das Glück haben und einen Schwarzkittel zur Strecke bringen können.